Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time for Shadowlore. Ja, im letzten Part haben wir Banane besiegt, die elektrostatische Bio-Tentakel, und haben Bruto gerettet. Yay, ist doch toll, ne? Mal sehen, ob Bruto uns irgendwas zum Danke zu sagen hat, außer hast toll gemacht und so. Ich hoffe, mein wertvollster Schatz wird dir bei deiner Mission helfen. Das wäre super. Das, keine Sorge, Ruto. Das tut er auf jeden Fall. Und vielleicht gibt es noch ein Dankeschön von unserem lieben König Zora. Noch etwas Geschenk dafür, dass wir seine liebliche Prinzessin Ruto gerettet haben, wie er so schön sagt. Wollen wir noch mal sehen. Mal sehen, Ruto, was er sagen. Oh Mann, ihr habt doch die Prinzessin Ruto gerettet. Ich bin sehr froh darüber. Das? Was? Hallo? Das war's, ey, voll unfair. Och, Mann. Scheiße. Ey, dann hilft mir mal jemand und so wird ein Gedankt. Nur mit einem Dankeschön. Hallo, ich will was dafür haben. Gegenstand, Geld, na gut, Geld kann ich gerade nicht viel anfangen, gebe ich zu, aber irgendwas wäre doch mal nett. Manometer. Na gut, okay, will ich schon mal hier mal nachgucken. Wie viele Flaschen? Zwei Flaschen, zwei Feen. Wunderbar. Finde ich doch toll. Na gut, wie ja Ruto gesagt hat, mit Hilfe ihres wertvollen Schatzes, haben wir nun alle drei Schätze. Und nun heißt es auf nach Hyrule. Zora Fluss und wuppu. Aber wie komme ich da das Herz heran? Da würde mich echt mal interessieren. Das ist ja interessant, wie wir da rankommen sollen. Ach, warte mal. Ich habe eine Idee. Wenn das klappen würde, wäre zu schön. Ich kann damit nicht richtig zielen, glaube ich. Nee, kann ich auch selbst erzielen. Ups, nein! Verdammt! Weiß ich, ist hier irgendwas interessant? Tschüss, nö. Nur ein, Schikastein. Ist das, was nichts weiter wirklich interessant ist hier? Na gut, wie gesagt, wollen wir es nochmal auf den Weg machen. Zurück nach Hyrule. Und hier ist ja wieder der Fluss der Reiche macht. Ein Octorok. Na klasse. Na gut, okay, ich noch mal ohne große Probleme. Hey, was macht dein Stein? Aua, Steinkreis dort im Wasser. WTF. Na, was soll's. Die Geheimnisse des Steinkreises haben wir immer noch nicht lüften können, leider. Da haben wir immer noch den Typen, der, okay, was ist jetzt hier nochmal gewesen? Ach ja, das Roche-Konzert. Vielleicht gibt's da ja irgendwann mal ein Herzteil. Nein, wer weiß. Ach, nö, es wird wieder dunkel. Ach, Mann. Na egal, jedenfalls geht's erstmal wieder zurück nach Hyrule. Wir gehen dafür, nein, tauchen wollte ich eigentlich nicht. Das ist eigentlich gerade nicht wirklich notwendig. So, kann ich dann jetzt bitte wieder auf rauskommen und so? Und da, na gut, da haben wir jetzt einen Typen, der verkauft. Die Wundererbsen. Bevor ich dann noch ein Stück habe, bewahre ich mir erstmal noch auf. Weil ich die auch mit der Höhle der Kronen einsetzen möchte. Ja, haha. Da werde ich später noch einen Abstecher machen. Obwohl, wenn ich schon mal dabei bin. Es ist gerade sowieso dunkel. In Hyrule komme ich sowieso nicht rein. Also kann ich genauso gut jetzt machen. Daneben! Volltrottel! Mach ich doch erst mal eben jetzt. Ja, jetzt haben wir noch großartig für ein anderes Ziel. Wir müssen nur noch zur Hyrule, das Triforce retten, indem wir die drei heiligen Schätze benutzen, um das Heilige Reich zu eröffnen. Und dann das Triforce vor Ganondorf zu holen. Und schon ist die Welt gerettet. Juhu! Wenn es mal so einfach wäre, ne? Die Welt zu retten wäre... Sonst ist es immer so schwer, die Welt zu retten, aber heute ist es mal ganz einfach. Machen wir es doch einfach mal einfach, Leute, ne? Okay, hier haben wir die, Haltestelle. Uha, fliegende Ananas-Dinger. Die waren böse. Dann kann ich noch daran erinnern, in einer Aufnahme, die leider Fratze gegangen ist. Die waren bitter. Mann, könnte ich wirklich schon Epona rufen? Das geht doch noch nicht. Na gut. Aber ist doch gar nicht mal nötig. Ich meine, hallo, wir haben da Schätze, wir holen das Triforce, Gandalf kriegt nicht mehr, Spiel gewonnen, juhu! Wenn es mal so leicht wäre. Ich weiß, ich kenne das Spiel von Kollegen und so und, es ist damit noch nicht vorbei. Wie es dann so schön sagt. Gott! Warte mal, bin ich jetzt da vorbeigelaufen jetzt gerade? Momentchen mal. Ich glaube, ich war auch gerade in die vollkommen falsche Richtung, oder? Mal sehen, da ist der Hyliasee, da kommen wir gerade. Julian, warte mal. Komm ich sowieso nicht hin. Marktplatz. Nein! Ich trottel! Ich laufe ganz in die falsche Richtung!
Das gibt's doch nicht. Es ist wieder typisch. Oh, Mann. Typisch ich. Das gibt's doch nicht. Ach, ganze Scheiße. Der ganze Weg für nichts. Der ganze beknackte Weg für... Oh, das ist ein Stein. Hm, na gut, hier, vielleicht ist das doch da ja eine Höhle oder so. Wollen wir nochmal, das nutzen, was ich vergeigt habe? Oh, letzte Bombe. Das, was ich vergeigt habe, wollen wir doch jetzt einfach mal hier ausnutzen. Mal gucken, vielleicht ist da wirklich was Schönes drin. Nö, oder vielleicht geht gar nicht was kaputt. Das ist auch eine Möglichkeit. Oh Mann, ich hoffe, diese scheiß Ananas wird nicht wach. Ne, die pennt noch. Diese Killer-Ananas sind echt böse. Und der Name Killer, der Zuname Killer, ist nicht von ungefähr, Leute. Glaubt mir. Hm, was mache ich denn jetzt? Ja. Nee, die Rolle wird sich dann auch nicht schneller bewegen. Hm, Mann. Jetzt wünsche ich mir, wir wären hier bei Skyward Sword. Da kann Link ja schön rennen. Ja, ich schaue mir den Lapel zu Skyward Sword an. Und natürlich von Luxak Link. Yay! Der ist der einzige Typ, der es geschafft hat. Ey, der einzigste, der es wirklich geschafft hat, dass ich mich fürs, oh, Bomben. Vom Baum. Kein Kommentar. Nein, kein Kommentar dazu. Es ist ganz normal, dass Bomben von Bäumen fallen. Das haben wir doch... Hm? Hab ich was gehört? Oder habe ich das eingebildet? Ich dachte, ich hätte gerade so komische Geisterlache gehört. Hm, wurde nur eingebildet. Na gut, okay. Was machen wir in dem Part denn? In dem Part erreichen wir viel Leute. Wir werden zur Goronenhöhle gehen. Hä? Oh, woran schlecht Wetter. Na, was soll's. Regen kann ja immer sein. Obwohl, haben sie schon generiert, dass man schlechtes Wetter sein kann? Anscheinend ja schon. Ist ja cool. Ich dachte, sie kriegen nur Tag und Nacht hin, aber nein, die kriegen sogar die Wetterverhältnisse hin. Ist geil. Naja, was soll's. Wollen wir uns weiter damit beschäftigen? Dass wir jetzt diese eine Wundererbse in das Loch der Goronenhöhle verpflanzen? Du Kakariko, ist so schön. Das ist so schön hier, ja toll. Ich liebe Kakariko zu kotzen. Um es mal so zu sagen. So, erstmal jetzt hier. Zack, ich brauche. Genau das brauche ich. Ah, ist ja nett. Dass sie genau mir das geben, was ich brauche. Kakariko, das Dorf mit den entschwundenen Hühnern, die man niemals mehr wiederfinden kann. Weil die irgendwie diese Scheißstadt so ungünstig gebaut haben. Ich frage mich, wie die Hühner da hingekommen sind. Na, was soll's? Wollen wir uns erstmal hier weiter fortbewegen? Also, ich kann eigentlich schon mal die Wundererbsen ausrüsten. Die Wundererbse ist ja in dem Fall nur eine. Ja, komm. Ah, Mann. So. Geht doch. Warum denn nicht gleich so? Oder so etwa. Etwa. Oh, der Ton etwa. Etwa und so. So, der Gebirgsfahrer, den kennen wir schon. Die ein bisschen vorkommen lassen und die beiden da hinten. Auch mal vor sowas von. So, tschüssi. Und mach's gut. Und da oben kannst du dich auch mal. Genau du, ich hatte dich gesehen. Na, ich hatte dich gesehen. Da oben haben wir das Herzteil. Ja. Ich denke mal, wenn ich dann jetzt dieses Ding hier einpflanze, was ich jetzt vorhabe. Block. Wird das schöne Folgen für mich haben. Wird mir ja sehen. So, du interessierst mich immer noch nicht die Bohne. Und ja, das war eigentlich das, was ich jetzt machen wollte. Also jetzt geht's endlich auch nach Hyrule, Leute. Keine Sorge. Habe schon lang genug auf die Folter gespannt, nicht wahr? Gebe ich ja auch zu. Und du interessierst mich auch nicht die Bohne. Ihr seid mir Ketten egal, wisst ihr das? Weil ich wünsche nur, Link könnte sich ein bisschen schneller, nur klitzeklein wenig schneller fortbewegen. Das ist ja echt toll. Mein Gott, die Part erreicht mir aber auch echt viel. Muss ich mal zugehen. Der Part ist ja wieder fast vorbei. Naja, kann man nichts machen. Es gibt auch mal Parts mit so einem kleinen Weg Stillstand. Darf man da auch nicht vergessen. Hoppala. Ich meine, der Held schaffst du auch nicht innerhalb von 5 Minuten die Welt zu retten. Es sei denn, man spielt ein ganz spezielles Spiel. Aber das ist eine andere Sache. Dann rettet man die Welt nicht sogar nur 5 Minuten, sondern sogar in einer. Aber, naja. Wie gesagt, das ist off-topic. Wir sind hier bei Ocarina of Time und nicht bei irgendeinem komischen Spiel. Das Spiel war aber echt komisch. Zurück zum eigentlichen hier. Meine Güte, ich bring's doch immer wieder hin. Ich krieg's doch immer wieder hin, dass ich voll von Thema abschweife. Ach ja. Kann man nichts machen. Och nö, sag mir jetzt nicht, es wird wieder dunkel. Sag mir, jopp, es wird wieder dunkel. Nö. Auf wie komme ich noch rein? Hä? Die Zugbrücke ist ja jetzt schon hoch. Da steht doch was nicht.
Das stimmt echt, was ich das Brücke jetzt schon wieder. Das ist ja schon oben. Hä? Die Cutscene oder was? Cool. Ja, dann kriegst du das in den Cutscene. Oh. Wie sagt der Schlechtwetter? Schlechtwetter ist nicht gut. Sagt er schon, ist ja schon die Erklärung von Schlechtwetter. Moment mal, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, das kommt mir bekannt vor. Och nö. Der Traum wird Realität. So sieht's mal aus, Leute. Den Traum, den wir ewig geträumt haben, wird nun zur Realität. Dort reitet uns Zelda mit Impa entgegen. Das hatte die Person auf dem Pferd damals. Jo, Zelda und Impa. Schönes Pferd. Hui, wer fliegt das denn? Naja, gut zielen kann sie nicht gerade. Moment mal, wenn da gerade Zelda reitet, dann muss doch heißen, hinter uns ist... Richtig. So treffen nun Ganondorf und wir zum ersten Mal aufeinander. Ganondorf. Na, Freundchen? Verdammt, sie ist fort. Du da, kleiner Wicht. Hi. Du musst das weiße Pferd gesehen haben. In welche Richtung sind sie gekommen? Antworte mir. Da links? Hier links und dort drüben links? Glaubst du im Ernst, dass du sie vor mir schützen kannst? Du Narr! Wir können nicht sprechen. Also, weißt du, man hat es dir beigebracht zu sprechen. Und, ja, wir können kämpfen. geht's doch langsamer? Du hast Mut. Doch Mut kann manchmal tödlich sein. Das kann... Oh oh. Oh oh. Weg da! Weg da! Ja! Hilfe! Weg! Nein! Autsch, das tat bisschen weh. Meine Güte, sie können ja noch aufrecht sitzen. Armseliger Tropf. Weißt du, wen du gegenüberstehst? Ja, tue ich. Ich bin Ganondorf, der König der Gerudos. Wer sind die Gerudos? Dann eben keine Erklärung, was soll's. Egal, nun Leute, haben wir gesehen, Ganondorf reitet nun ganz schnell Zelda hinterher. Aber sie hat auch irgendwas in den Brunnen, in den Burgkram geworfen. Das sollten wir uns mal schnell holen, denke ich mal. Ja, merkt ihr das Gesicht gut. Das kann man auch gar nicht vergessen bei den Zinken, ehrlich gesagt. Ohne Scheiß, Ganondorf hat einen riesen Zinken. Aber egal, okay, er hat geleckt und auf Magenschaden, weil es ist wieder Tag geworden. Cool. So, wo ist euch mal das Ding da? Jupp, da ist es. Ja, nein. Tauchen. Das Ding möchte ich gerne haben. Hab ich's? Jawohl. Die Ocarina der Zeit. Die Ocarina ist ein Artefakt aus dem Besitz des Königs. Sie hat geheimnisvolle Kräfte. Cool, wir haben die Ocarina der Zeit. Ist das zufälligerweise ein Name gegen des Spiels? Ich weiß es nicht. Lorne, kannst du mich hören? Ich bin es, Zelda. Hat sie aber telepathische Fähigkeiten? Mein Gott, was kann die Frau nicht? Lorne, nun, da du die Ocarina in Händen hältst. Ja? Bin ich schon weit entfernt. Ich versuchte, auf dich zu warten, doch die Zeit drängte. Entschuldigung, wir sind halt nicht so schnell. Zumindest konnte ich dir die Ocarina übergeben. Und diese Melodie. Ja, also jetzt lernen wir die Hymne der Zeit. Denke ich mal. Dass dies Lied öffnet das Zeitportal. Die Hymne... Ich liebe diese Melodie. Na gut. So. Da. Du hast die Hymne der Zeit erlernt. Schöne Sache. Da-da-ba, da-da-da-da.
Ich find's cool. Sehr schön, nun haben wir die Wolanlon. Spiel diese Melodie in der Zitadelle der Zeit. Vor dem Zeitalter. Kein Problem, Zelda. Werden wir machen. Allerdings erst im nächsten Part, Leute. Ich werde dann mal sagen, ich gehe da mal eben, nachdem Navi sich mal eigentlich beruhigt hat, ich wieder Kontrolle über mich habe. Sehr schön. Ich schon mal in die Stadt hinein. Und werde dann im nächsten Part noch ein bisschen in der Stadt umsehen und dann die Hymne der Zeit spielen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut!